Herzlich willkommen, liebe Fernsehzuschauer. Ich möchte Sie einladen zum Osterfrühshoppen aus Strasswalchen. Die Brauchtumsgruppe Strasswalchen ist schon da. Die Blasmusik hat auch schon Platz genommen oben im Griechbaumsaal. Und ich darf vorschlagen, wir gehen es gleich gemeinsam an. Herzlich willkommen und auf ein schönes Frühshoppen da in Strasswalchen. In der Festhalle im Griechbaumsaal in Strasswalchen. Frühjahr ist, Frühschoppenzeit ist und zum Feiern gibt es auch was. Liebe Zuschauer daheim, wir sind heute in der Marktgemeinde Strasswalchen. Das liegt im nördlichen Salzburger Land, im Flachgau, an der Grenze zu Oberösterreich. Und es wird schon ein bisschen so inviertlerisch heute auch reinklingen. Wir haben wieder eine bunte Mischung aus Musik, Gesang, natürlich Land und Leid lernen wir auch kennen. Die Trachtenmusikkapelle Hochfeld hat schon musikalisch eröffnet mit einem Salzburger Marsch. Und ich kann Ihnen hier schon sagen, wir haben musikalische Besonderheiten da. Es wird wirkliche Schmankerln geben an allen Ecken und Enden da herinnen im Griechbaumsaal. Und wenn ich mir so anschaue, die Musikanten, dann denke ich mir, heute ist einmal lustig, heute ist einmal rar, heute haben wir einen Frühschoppen und die Tanzgeiger auch. In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine gute Unterhaltung und eine schöne Zeit in Strasswalchen. Auf geht's! Thank you.
wieder Eigentlich ist ein Zeitraum von 1200 Jahren fast unvorstellbar, aber die Marktgemeinde Strasswalchen hat diesen Zeitraum gut überstanden. Bei mir hat es der Altbürgermeister Holzinger und in Salzburg waren ja vor kurzem Wahlen. Gibt es natürlich einen neuen Bürgermeister auch. Herr Bürgermeister Fritz Greil ist auch bei uns. Jetzt frage ich aber den Altbürgermeister Holzinger, wie präsentiert sich Strasswalchen eigentlich heute? Ja, es ist so. Strasswalchen wurde urkundlich am 11. April 799 das erste Mal erwähnt. Unter dem Erzbischof Ahn von Salzburg und dem Abt von Mansee an Hunrich war ein Klostergrundtausch. Was auch interessant ist, ihr habt so viele Wirtshäuser da in der Vergangenheit noch viel, viel mehr gehabt. Ja, wir haben 25 Wirtshäuser gehabt früher. Da haben ja die Pferde gewechselt worden von Salzburg aus, wenn sie nach Wels gefahren haben. Strasswalchen haben sie eingestellt worden, ausgewechselt und am nächsten Tag wieder weitergefahren. Natürlich haben wir auch mit der Westbahn gut erschlossen. Ne? Sehe ganz klar, wir haben drei Bahnhöfe in Strasswalchen. Heute noch, ja. Es ist Schnordorf, Strasswalchen und Ederbauer, der höchste von der Westbahn. Bei uns auch der Herr Primar, der Dr. Lugstein aus Strasswalchen. Sie sind in einem Wirtshaus geboren, stimmt das? Das ist richtig, Frau Kohler. Meine Mama war Wirtin und wenn ich noch ganz klein war, hat sie mich mal gefragt, ob ich auch Wirt werden mag. Habe ich gesagt, nein, Mama, ich will lieber Gast, so wie der Papa. Und aus dem Gast ist dann der Doktor geworden. Wie geht denn das? Ja, ganz einfach. Jeder Mensch muss einen ordentlichen Beruf lernen. Der Papa war Gemeindesekretär und hat gesagt, Kleinpolitiker darfst du nicht werden. Da musst du was Gescheites auch lernen. Und so bin ich zu einem ehrbaren Handwerk gekommen. Ein ehrbares Handwerk. Das Gewerbe ist ja sowieso auch blühend beengt, da war es auch in der Vergangenheit. Gell? Das ist ein ganz wichtiger Faktor in Strasswalchen. Strasswalchen war immer ein Einkaufszentrum für die Region, immer ein Gewerbezentrum für die Region. Und das ist auch heute noch so. 1200 Jahre. 1200 Jahre feiern wir. Das ist eine ganz wichtige Sache für die Gemeinde. Wir wollen nicht nur die Geschichte präsentieren, so wie es der Sepp Waldhofer in seiner wunderbaren Festschrift gemacht hat. Wir wollen auch die Gegenwart präsentieren. Viele Künstler tun mit. Wir wollen ja auch zeigen, was wir jetzt tun und welche Schritte wir in die Zukunft geplant haben. Dankeschön, Herr Dr. Lugstein. Kulturell ist was los, musikalisch ist was los, gesellschaftlich ist was los. Und wir machen jetzt einen Streifzug durch Strasswalchen. Und die Wallerseer Tanzlmusik begleitet uns dabei im Dreivierteltakt. Strasswalchen, vor 1200 Jahren zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Es ist ein bunter, lebendiger Ort. Früher war es eine wichtige Verkehrsverbindung in Richtung Bundeshauptstadt, was bewirkt hat, dass eine große Anzahl von Wirtshäusern entstanden ist. Einer, der in Strasswalchen beim Lebzeiterwirt gern zugehört ist, war ganz ein bedeutender Österreicher. Und er hat folgende Gästebucheintragung hinterlassen. Österreich wird frei. Dies feiern wir wieder in Strasswalchen, denn hier sind gute Österreicher. Julius Raab. Nicht nur gute Österreicher, sondern auch lustige wohnen in Strasswalchen. Sie verstehen es zu feiern. Auch damals schon bei der 500-Jahr-Feier in den 60er Jahren. Also es tut sich wirklich allweil was. Und speziell für Kinder gibt es einen großen Erlebnispark. Da kann man eintauchen in die Märchenwelt oder sich auch aufmachen in die große, weite Welt und der Fantasie freien Lauf lassen. Sogar wilde Tiere kann man beobachten. Freien Lauf haben auch die Pferde rund um Strasswalchen. Die Gegend ist ein bekanntes Reiterparadies.
wahrlich paradiesisch klingt so ein Tag am Wallersee vor den Toren von Strosswolchen aus. Strosswolchen kehren wir wieder zurück, keiner da in den Griechbaumsaal. Bei mir hat es zwei Herren, die ihr Lebtag lang eigentlich für die Strosswolchner da waren, nach wie vor da sind, der Herr Pfarrer Naute und der Briefträger Schorsch Mandl. Herr Pfarrer, ist es heute auch noch so, dass der Hochwürden unter Anführungszeichen eine wichtige gesellschaftliche Rolle spielt? Ein Pfarrer soll unter den Leuten sitzen, mit einer sein. Wenn er runtergeht in die Gemeinde, dann gehen sie leichter hinauf zur Kirche. Das ist einmal ganz klar. Und wenn früher der Pfarrer mit drei Kooperatoren im Wirtshaus unter die Leute gesessen ist, hat er nicht nur die Leute unterhalten, sondern hat auch ein ganz Fassel mit seinen Kooperatoren getrunken und auf die Nacht Handgranaten mit heimgenommen, damit sie vor dem Pfarrhof noch einmal stille Einkehr halten können, bevor sie sich niederlegen oder die nötige Bettschwere haben. Das ist heute nicht mehr der Fall, weil ich bin mit einem Hilfspriester alleine. Er macht ja viele, viele Reisen in alle Welt. Sollen ja aber singen, nicht nur daheim. Da wird auch der Horizont größer und das Herz wird auch größer, muss man sagen. Und man hat für Nebensächlichkeiten, die bewertet man nicht mehr so groß, sondern da wird man toleranter und menschlicher. Herrlich, Herr Pfarrer, so weite Wege wie Sie hat der Briefträger Schorsch Mandl wahrscheinlich nicht gehabt. Der kennt wahrscheinlich die Schleichwege rund um Strosswolchen sehr gut, Schorsch. Das sind ja auch ganz wichtig gewesen, die Schleichwege, weil das war ein weites Gebiet. Wie ich angefangen habe, hat es keine Schotterstraßen noch gegeben, keine Asphaltstraßen, zu Fuß gegangen im Winter, weil es keinen Schneepflug noch nicht gegeben hat. So haben wir gedacht, Schorsch, gehst nach der Lichtleitung, bist schneller durch beim Haus. Aber ich habe vergessen, dass da inzwischen ein Teich war. Oh, ja. So, jetzt sind wir da marschiert. Und auf einmal hat es futsch da und dann war ein Teich drinnen. Wie bist du da drinnen gestanden, im Wasser? Oh, so, jetzt außer können wir halt auch nicht mehr, jetzt haben wir den Teich drüber müssen. Er war zwar nicht groß, aber immerhin war es nass und kalt. Und 100 Meter vor dem Haus, jetzt habe ich irgendwie nicht mehr gewusst, wie ich da hinkomme, weil es mich zusammengefroren hat. Es war alles Eis. Jetzt haben wir dort noch die Umkleidung ist dann gekommen. Nicht? Und dann haben halt die nächsten Leute haben dann gesagt, Briefträger, wie kommst denn du heute her? Haben sie vielleicht das Gewand genommen? Die Grammerer Sänger aus der oberösterreichischen Nachbarschaft sind schon gerichtet fürs nächste Lied. Sie haben ganz, ganz kräftige Stimmen. Bitte, Musikanten. Ist denn das nicht ein Leben, hast denn was Schönes geben, wenn man ist vogelfrei und zusammen dabei? Fenster nur, wo man dir nur junge Leid, es ist a Freit. Hey.
Zuschauer Sie alle kennen die Fernsehserie Echter Wiener geht nicht unter oder auch den Kaisermühlenblues oder vielleicht waren Sie in letzter Zeit einmal im Kino bei der fast perfekten Scheidung oder bei der fast perfekten Hochzeit. Bei uns zu Gast heute die Schauspielerin Elfi Eschke und ihr Mann, der Regisseur Reinhard Schwabinitzky. Herzlich willkommen. Gut. Elfi Eschke, Sie wohnen da mit Ihrer Familie in Strasswalchen in der Gegend. Warum haben Sie sich das Platzl ausgesucht? Ja, eigentlich habe ich es gar nicht ausgesucht, sondern mein Mann. Über dieses Jahr. Er hat mal günstig dieses Grundstück gekauft, das ist also, liegt schon Jahre zurück. Ja, und dann gab es ein Haus, das war, stand ganz woanders und das hat er dann da drauf gesetzt. Seitdem da haben wir halt lange herumgebaut und baut und haben uns lange überlegt, ob wir wirklich daher ziehen sollen und dann haben wir so freundliche Leute gesehen und haben gesagt, ja, okay, wir gehen doch daher. Frau Eschke, Sie sind im hohen Norden von Deutschland geboren. Wie kommen Sie mit der österreichischen Mentalität eigentlich zurecht? Ja, also bis jetzt ganz gut. Also. Bis jetzt ganz gut. Wunderbar. Sie hat ja üben können bei mir. Genau, ja. Das habe ich mir auch schon gedacht. Ja. Herr Schwabinitzky, Sie haben große Erfolge zusammen mit Ihrer Frau gefeiert, mit den drei großen Kinofilmen, mit der fast perfekten Scheidung, zuerst mit dem Seitensprung und jetzt mit der perfekten Hochzeit. Kann man Sie beide als perfektes Paar bezeichnen? Also das weiß ich nicht. Über sich selber zu reden ist immer schwer. Also, ich glaube, wir sollten gar nicht anstreben, perfekt zu sein. Perfekt ist immer irgendwas Merkwürdiges. Ich glaube, also, perfekt wollte schon einmal einer sein, im Dritten Reich, und das hat ja, ist ja nicht gut gegangen. Also ich glaube, dass wir Menschen Fehler haben sollen und das macht uns ja aus. Also ich finde das Perfekte gar nicht so gut. Und was wird es in Zukunft geben unter der Regie von Schwabinitzky? Was ist in Planung? Ja, die Serie, eine fast perfekte Familie, also jetzt haben wir ja drei Kinofilme gemacht, also mit der fast perfekten Hochzeit, jetzt werden wir wahrscheinlich eine Serie machen, weil die Schauspieler, die ja dabei waren, sind ja sehr gut angekommen beim Publikum und dann machen wir 10 Folgen einer Serie, weil jetzt, also dieses Jahr sehr viel Stoß welchen sein, schreiben. Und jetzt sagen wir Prost, Elfi Eschke, möchte mal gerne anstoßen. Für Sie beide die Wallerseer Tanzenmusik mit einer Flutenbrücke. Vom Sepp Stangl. Ganz was Einzigartiges im Salzburger Land, der Stangl-Grommer, sagt man da in Ihrsdorf. Schauen wir ein bisschen rein, Herr Stangl, in Ihren Grommerladen. Was gibt's denn da alles? Alles gibt's.
Alles gibt's. Alles. Von Säge bis zum Strumpfbandel, bis zum Busenhalter, bis zum. bis zum Anzug, wenn du genug reinigst. Kommst du so schön anzogen raus. Das machen wir beim nächsten Frühschoppen, Herr Stange. Meine Frau bedient Männer. Und nicht Weiberleid. Sehr. Ein Privileg. Ja. Eine schöne Musi haben wir heute da. Was sagen Sie, Herr Stangl? Unsere Musikanten sind schon gut, gell? Ja, die sind gut. Was? Die sind gut. Ja. Die Innviertler sind da. Ja, die Familie Burgstaller. Ja. Eine Musikantendynastie aus dem Innviertel. Ja. Da werden wir jetzt Besonderheiten aus der Volksmusik hören. Und ich gehe jetzt da rauf. Zur Familie habe ich gesagt, liebe Frau Burgstaller, ist das wirklich eine Großfamilie? Ja, ich habe vier Buben. Vier Buben? Die zwei und die zwei. Wie ist denn das zugegangen? Haben Sie die nicht gestritten, als ein kleiner wer, welcher Instrument lernt? Nein, das ist ganz von selber gegangen. Ganz von selber? Nein, der Vater hat mit dem Georg angefangen, blasen. Dann hat er mit dem Gottfried Landlergeigen angefangen. Und der Willi hat einen Guster gekriegt aufs Landlergeigen. Und der Martin hat halt dann gesungen zuerst und noch, seit der Vater nicht mehr lebt. Tut er blasen und singen. Landler Geiger, sagt sie die Frau Burgstaller, das ist schon ganz was Besonderes. Das muss man Martin mit der Muttermilch praktisch mitkriegen, oder? So ist es, ja. Ja, ja, das, ist es das so. Das sagt man mit der Muttermilch und mit der Vaterliebe auf, ja. Ah, mit der Vaterliebe auch dazu. Ja. Du bist so wunderbar angezogen. Danke. Ist das innviertlerisch oder schaut so ein bisschen städtisch fast ein bisschen aus? Nein, das ist nicht städtisch, das ist eigentlich großbäuerlich, oder wenn man sagen soll. So. Vor in etwa 150 Jahren ist das die Tracht gewesen von den Bauern und im Innviertel und im benachbarten Bayern. Und die haben schon gezeigt, was haben so. Was können und was haben. Und sagt, was so da drauf ist. Herrlich, die langen Lederhosen, dann die Seidenschleife. Ein Hut mit einer großen Krempen und das Landlerspielen, das ist so ein bisschen gar nicht alle so im Dreiertag, gell, Martin? Ja, es ist schon im Dreiertakt, aber es ist, der Dreier ist ein bisschen rausgeschoben, ist ein bisschen verschobener, der Eins und der Dreier werden betont und, und dann muss eben das wieder mit der Muttermilch und so, und dann wird's geirrt. Ja. Ach so. Am besten ist, wir hören es uns an. Die Familie Burgstaller mit wirklich einem Gusto-Stückerl aus der Volksmusik. Am Innviertler Landler. And
Bier nun schmeckt und das Gädel auch nun klebt, da bleiben wir heut auch nun da, wir fragen nix da noch. Und wir fragen nix da noch, wir sind mal gut und bald da. Bei der Seite am Abfreund, bei den Menschen, da schneid auf, bei der Schneid aus uns, niemals fällt auf ein halbes Bein Geld. Ist mein lieber Zwänkel, jetzt wird der Schneid auf der Welt. Und der Volksschuldirektor aus der Herrengegend da sozusagen von Strasswalchen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das heißt, er ist der Schulmeister von? Von Hochfeld und von der Hager. Hochfeld und Hager, das liegt ein bisschen höher, gell? Du musst dir das so vorstellen. Strasswalchen liegt ganz im Nordosten vom Land und die schönste Gegend von der Gemeinde liegt wieder ganz im Nordosten, das ist Hochfeld und die Hager. Aha. Und da bin ich seit 28 Jahren. Wahnsinn. Und da erlebt man natürlich so einiges als Schulmeister. Du bist ja ein gebürtiger Pinzgauer. Hat es da keine Verständigungsschwierigkeiten gegeben vom Dialekt her? Ja, das kann man wohl sagen. Weil beim ersten Schultag gleich ist so ein Stäpsel zu mir hergekommen und hat gesagt, du, ich finde meine Drilling nicht mehr. Na, was tue ich als Pinzgauer mit Drilling, nicht? Jetzt, wenn ich zugebe, dass ich es nicht weiß, sagt er, was ist das für ein Lehrer, nicht? Jetzt habe ich gesagt, was hast du denn zum Schluss gehabt? Ich habe gesagt, ja, in der Garderobe. Jetzt habe ich gleich gesagt, helft ihr mal Drilling suchen. Da bin ich drauf gekommen, die sind Drittling. Pantoffeln sind das, ne? Ah, Holzpantoffeln. Ja, ja. Mhm. Und jetzt weiß ich auch, was ein Bunke ist, ein Batzbunke. Was ist ein Bunke? Ein Bunke ist ein Kuchen, nicht? Und ein Batzbunke ist ein Torten, ne? Lieber Sepp Falthofer, in so einer kleinen Schule hat man natürlich auch wenig Schüler, oder? Ja, so um die 50 immer dumm. Aber zur Mundart möchte ich noch was sagen, dass die, die jetzt zugereist sind, unsere Neubürger, dass denen das nicht passiert, gehen wir im Herbst ein Mundart-Wörterbuch außer Strasswalchen Ausdrücke von A bis Z. Jetzt machen wir wieder Musik. Freu mich schon. Thank you.
wirklich nur aus Holz ist. So was gibt's da in Strasswalchen. Ein Fahrradl wirklich aus keinem anderen Material, nur aus Holz. Und machen dort das Ganze der Martin Schwab. Martin, wie fällt dir ein, ein Holzradl zu bauen? Ja, einfallen tut ein verschiedenes. Und dann ist mir das zweimal eingefallen, jetzt habe ich eins gemacht. Und hat auch praktisch hingehauen, das ist fertig geworden. Also es ist nur nicht nur fertig geworden, sondern es fährt auch. Jetzt sind vorne ist es auch. Der Martin Schwab hat daheim eine Erfinderwerkstatt. Ein kreativer Mensch, dem mal wieder was einfällt. Du hast uns da ein paar so Sachen mitgebracht. Martin, was ist denn das da? Das ist ein Mistrand, so wie sie es überall haben. Wir haben es in Kessendorf, in Strasswalchen werden sie es auch haben. Darf ich ihn mal in Betrieb ja, nehmen? Ja, freilich. Jetzt zu Ostern geht es auf Knopfdruck. Ganz gewaltig. Und die Hände legt jetzt nur ein paar Arten. Ja, das ist schon ein bisschen witzig. Bio-Holzheim ohne Ablaufdatum. Ja, nein, da fällt nichts. Ein Applaus für den Martin Schwab. Die Orderin, das Jahr 2000. Kluge Köpfe sind daheim da in der Strasswalchner Gegend. Aus Thalgau ist der Herr Bichler und er ist schon so manch wirklich großartige Erfindung eingefallen. Erzähl uns du selber, was so deine großen Sachen waren. Meine erste große Sache war der Milchautomat. Das war zum Verkauf ab Hof, dass man nicht aber anwesend sein muss, dass man rund um die Uhr Milch verkaufen kann, dass die Bäuerin mehr Zeit hat für den Bauern. Und das geht auf Knopfdruck, oder? Das geht auf, ja, man nimmt das Gefäß mit, hat das Geld rein. Und dann kommt die Milch raus und dann kann man wieder heimgehen. Eine tolle Sache, die hat sich ja in ganz Österreich durchgesetzt. Hat sich durchgesetzt in ganz Österreich, ja. Doch, kann man sagen. Bisschen was Ernsteres hast du da auch einfallen lassen? Vor einem Jahr circa habe ich dann auf die Unfälle hin, was da mit dem Schulbus passiert ist, da, dass die Kinder da bei der Schultür mitgeschliffen worden sind, habe ich mir dann was einfallen lassen, dass die Tür aufgeht und den Fahrer Alarm gibt, wenn wieder sowas passiert. Mhm. Automatisch. Automatisch, ja, das ist selbstdenkend. Ja. Der Herbert Bichler ist Karosseriebauer und er kennt sich natürlich da gut aus. Und so eine besondere Maschine hat er uns auch mitgebracht. Die schaut fast aus wie eine Küchenmaschine. Gehört die in die Küche, die Maschine? Nein, nicht direkt. Nicht das direkt. Ist eher was für die Industrie oder für einen, gewerblichen Aber ein heimisches Verwerb. Produkt wird da drin verarbeitet. Da kann man, das ist der kürzeste Weg von Kartoffel zum Chips, zu den Kartoffelchips. Ja, das funktioniert einfach so, dass man Kartoffel reinsteckt und dann schneidet man den durch. Geht schon dahin. So. Das muss dann mal einfallen, und sowas. Und so schaut das dann fertig aus, wenn man es von der Fritteuse wieder rausbringt. Schmeckt sehr gut, ist wirklich. Ja, viel Auskost. Ist leider gut, aber. Ist Kostball, Bonbon, hat's kein Rahm und Kitzinger kein Hirn. Und weiß kein schöner Knecht, ne habt's jetzt Plättinger kein Hirn. Und jede Ohren. Thank you.
was sagt man ja mit Schlung? Und ja, die habe ich gewohnt. Es ist auch besonders gewohnt, die sind auch sehr schön gekleidet, es ist festlich oder es ist auch einfach ganz leger zu tragen. Ich freue mich, dass die Frau Dr. Dostmann bei uns heute da ist. Trachten Dostmann feiert in diesem Jahr 50 Jahre Jubiläum. Ich geniere mich ja bei 1200 Jahren, naja, nicht mit 50 Jahren. Immerhin, immerhin. Sind Sie schon mit der Tracht aufgewachsen oder mit dem Dirndl gewohnt sozusagen? Wir haben natürlich immer gern Dirndl getragen, in sie Weichen, so wie in Straßweichen tragt man gern die Tracht. Und wir sind da hineingewachsen, erst nach dem Krieg in der Not, mehr oder weniger. Not macht erfinderisch. Das möchte ich ganz gern zeigen, wie man aus dem Dirndl, das ist ja ein Restelgwandl auch irgendwo. Mhm. Und da kommt jetzt gerade die Theresia mit einem ganz einfachen Sommerleinenkleid. So haben wir das als Kinder auch getragen im Sommer. Und dann haben wir die Schürze drüber gebunden, zum Schutz. Und dann so. Ich soll mich beeilen, aber ich bin ja so furchtbar langsam. Dann kommt noch eine Schürze, die kann man dann von vorn nach hinten binden und dann hat man schon einen Rock. So, und wenn es kühler wird, kommt dann ein Miederl dazu. Und fast man, ist fertig, ist die Handelwand. Ja, der ist schon fertig. Früher hat man es eben Rock und Mieder extra gehabt, jetzt hat man es dann meistens zusammengenäht, so wie man das jetzt da bei den Trachten sieht. Da ist die Passform dann besser. Aber so kann man halt viel mehr kombinieren. Man kann im Winter einen Borchenrock, im Sommer einen Baumwollrock, Seidenschürze, Baumwollschürze, das ist jetzt eine Bettzeugschürze. Und wenn es dann wieder wärmer wird, kann man sie wieder langsam dann wie eine Zwiebel zieht man sie dann wieder aus. Aber ich sage jetzt, es wird kühler oder am Abend, bei uns ist es immer so kalt, dann ein Spenzel drüber. Fisch. Und so ist dann eigentlich das Winterdirndl entstanden. Ja. Und dann noch irgendein Hirderl. Es muss ja nicht immer eine Goldhaube sein. Ich glaube, das ist so ein Applaus wert. Wand kann man natürlich auch gut tanzen, da kann man sich gut zeigen, da kann man sich gut dran. Bei uns hat zu Gast der Erwin Eder, er ist der Landesobmann da in Salzburg aller Heimatvereinigungen und hat da in Straßwolchen die Brauchtumsgruppe wieder neu belebt. Erwin, du hast uns eine ganze Reihe von Tanzbahnen mitgebracht. Ja, Caroline, wir sehen da auch den Werdegang der Tracht, also von der Flachgauer Sonntagstracht, dann die Festtagstrachten und ich glaube, das ist immer wieder. Tracht muss getragen werden, kann getragen werden. Es muss auf jeden Fall so sein, dass man es erfreut hat und ein Gespür hat dafür. Und wenn du sagst, den Tanz angesprochen hast, Straßwalchen lebt sehr im Volkstanz. Ich denke da gerade an K3-Tanz in Straßwalchen, der was ja lange, lange Jahre gibt. Aber ich glaube, wir konnten ja was tanzen. Zum Tanzen braucht man ein luftiges, ein leichteres Gewand und Sie sind schon jetzt gerichtet. Die Brauchtumsgruppe aus Straßwalchen und der Rudi Beach, der wird unseren Bayerischen dazu spielen und Sie werden sie dran. Auf geht's. Danke vielmals. Thank you.
Dieses Germgebäck, was wir da sehen, das heißt im Flachgau Nudeln. Frau Wimmer, Nudeln. Nudeln sind ja eigentlich ganz was anderes. Ja, aber bei uns heißt das Germgebäck Nudeln. Und das ist eine Fastenspeise. Die haben eigentlich jeden Freitag mit einem Sauerkraut oder mit Äpfel. Die sind zum Beispiel Äpfelnudeln. Da sind sie oft süß, oder? Da haben sie süß oder Zwetschgennudel. Was ist denn da bei den Äpfeln noch dabei? Unterhalb? Das sind Äpfel und ein Zuckerhiebe. Schenkst du in Äpfel und ein Zuckerhiebe. Also gar nicht so fastenmäßig, sondern eigentlich was Deftiges. Aber was Gutes, ja. Zu Ostern ist es auch der Brauch, einen Korb mit wunderbaren Sachen anzufüllen. Was ist denn da alles drin? Ja, da ist einmal der Brotlaub und der Schinken. Und das ist Osterlamperl und dann haben die vielen Ostereier. Weil bei uns ist der Brauch bei unserer Familie, da wir aus der Sonntag alles zusammenkommen. Und wir haben eine Großfamilie, wir haben 8 Erwachsene und 10 Enkelkinder, ein paar haben wir eben gebracht. Sehr ja, gut. Und darum brauchen wir so viel Zeit. Da sehe ich ja kein Freitagsei. Ja. Ist das was Besonderes? Ja, das kommt bei uns an unter Dach auf, dass der Blitz nicht einschlägt. Aha. Ja. Der Heilige Geist. Genau, und bis jetzt hat es überall nur geholfen. Siehst du, das hilft. Ja. Also kein Freitagseier, Ostersonntagseier und alles, was halt so noch dazugehört zum Weihkorb, ist da drin. Dankeschön, Frau Wimmer, für all die guten Sachen. Musikalisch geht es bei uns weiter. Frühschoppen-CD, da ist wirklich gute Volksmusik aus Österreich drauf. Die gibt es im guten Fachhandel und bei uns gibt es sie auch zu gewinnen. Wir haben ganz tolle Preise neben dieser CD auch noch. Zum Beispiel, schaut sie sehen kann, diese wunderbaren Trachten von Tostmann-Trachten aus Seewolchen am Mattersee. Eine Flachgauer Hochzeitstracht ist das und wie ich da sehe, ein Ausseher-Dirndl. Mein Gewand ist ebenfalls von Gexi Tostmann, auch eine Flachgauer Festtagstracht. Ja, und die Gexi hat uns einen Gutschein im Wert von 8000 Schilling zur Verfügung gestellt und man kann sich eine Tracht aussuchen. Dann gibt es noch ein Wochenende am Reiterhof Burghauser, das ist da in der Nähe, für eine Familie bis zu 4 Personen. Ein wunderschöner Preis. Außerdem gibt es wie allweil einen ganz privaten Frühschoppen zu gewinnen. Da gibt es ein Fassel Kaiserbier dazu. Außerdem eine gute Jausen und ein Musi wird dort auch noch aufspielen. Und die Gewinner aus der letzten Sendung haben diesen Frühschoppen schon genossen und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ein Prosit, Oh!
Ziege, die war arbeitslos, da dachte sie, was mach ich bloß. Da kam ein Ziegenbock herbei und sie gründeten eine Ziegelei. Wenn Sie auch so einen Frühschoppen gewinnen wollen oder die wunderbaren anderen Preise, dann machen Sie mit. Sie müssen natürlich eine Frage beantworten und die dreht sich natürlich heute um das große Jubiläum da in Strasswalchen. Wenn Sie wissen, welches Jubiläum Strasswalchen feiert, also wie alt Strasswalchen in diesem Jahr wird, dann schreiben Sie uns ein Kartel. Schreiben Sie die Antwort drauf, schreiben Sie an den ORF Salzburg, Hinwart Frühschoppen, Postfach 305010 Salzburg. Die Zeit ist leider schon wieder um. Das war der Frühschoppen aus Strasswalchen. Ein bisschen warm ist warm da herinnen im Griechbaumsaal. Aber ihr wart ein hervorragendes Publikum. Wirklich war ein Applaus. Müssen wir fast einmal zurückgeben. Sänger und Musikanten aus Salzburg, aus Oberösterreich waren bei uns heute zu Gast. Aber einen Aussichtschmeißer gibt es ja noch. Den Kolumbusmarsch hören wir noch von der Trachtenmusikkapelle Hochfeld. Es geht sozusagen ins nächste Jahrtausend mit diesem Kolumbusmarsch. Denn ein Musikant, der Paul Leubichler aus der Musikkapelle Hochfeld, selber komponiert hat. Und den werden wir jetzt noch hören. Enkelin wünsche ich noch einen schönen Feiertag, einen schönen Ostermontag. Ich hoffe, ihr wart mit Freude dabei. Es war gemütlich. Ich sage Dankeschön und freue mich aufs nächste Mal. Pfiat den, kommet um und alles Gute.
das war's aus Strasswalchen, liebe Zuschauer. Ein Gaudi war's, ein Musi haben wir gehabt, einen Gesang auch. Aber es dauert gar nicht lang bis zum nächsten Frühschoppen. Am 1. Mai sehen wir uns wieder, und zwar im Burgenland, im Neckenmarkt im Burgenland. Bis dahin, alles Gute und Pfiat denk.